Bonjour aus dem Europaparlament von Straßburg, wo das Woche die erste Session nach der Sommervakanz fährt zu Brüssel. Die Deputierte aber schon wie lange nicht so angefangen mit ihrer Arbeit. Wie gewinnt, machen wir in den nächsten Minuten den Punkt von der Arbeit vom CSV-Kompetenzteam am Europaparlament. Und wir gehen natürlich auch ganz gerne auf Erfrohen und Remarken an. Und dafür begrüßen Sie am Studio Viviane Reding, die Georges Spach und Frank Engel. Bonjour. Bonjour. Es war keine ruhige Sommervakanz. Die Flüchtlingsproblematik, die wir sind alle gut, hat die Politik die ganze Sommer über gefordert. An die Flüchtlingskrise war dann noch das Hauptthema den Mittwoch hier im Parlament, wie den Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein State of the Union, also sein Rede zur Lage von der Union, gehalten hat. Wie wenn Reding, es war die erste Rede von der Zucht vom Kommissionspräsident Juncker. Er hat gesagt, die Union wird nicht an einem guten Zustand, es gibt an der Europäischen Union und Europa an der Union fehlen. Ist das so? Aber du hast ja recht. Aber die Union ist vielleicht nicht an einem guten Zustand, Jean-Claude Juncker ist aber an einem ganz guten Zustand. Weil wir haben nämlich ein Grand Cru, Juncker erlebt, so wie mehr Lützebäuer kennen. Er war staatsmännisch, er war couragiert und hat Sachen mit dem Namen genannt und er war stark. Und er hat ganz klar gesagt, also wir brauchen mehr Europa und wir brauchen eine Union an Europa. Das heißt, nicht die Kakophonie, nicht das Durcheinander, sondern das Miteinander. Und er hat als Beispiel die Flüchtlingskrise gegeben, wo es ja auch ganz klar war, dass den Durcheinander, dass den zunächst feiert. Der Jean-Claude Juncker hat klar und deutlich der Kommission hier ein Projekt wiederholt, weil schon am Mai hat die Kommission ein Projekt auf den Tisch gelöst, wie das soll zusammen gehandhabt gehen. Also ich meine am Fazit, und da gesagt in der Weltpresse aus der Meinung, auch am Fazit können wir Lützebäuer stolz auf unseren Kommissionspräsident sein. Es war auch ein Kurs durch Parteien, aber eine große Zustimmung. Oh ja, und hat eine Ovation am Europaparlament gekriegt. Und das, was wir ja immer nicht merken, dass die Rechtsextremen und die Linksextremen, dass die so eine Gemeinsamkeit schaffen, also die sind komplett untergegangen. Es war eine überwältigende Majorität bis an die zwei Ecken, die die Rede vom Kommissionspräsident gut fand. Und ich meine, dass auch das auf Wert ging, weil mit der ganzen Kakao, an dem Durcheinander, was wir erlebt haben an den letzten Moment, hat es eh gebraucht, den man mit der Faust auf den Tisch geklappt hat, dass er gesagt hat, hey, da hin geht es, und da geht es durch mit den Fisementanten an den einzelnen Staaten. Wir müssen eine Europapolitik machen, sonst machen wir es lächerlich. Nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Geschichte. Das erste, 2010, wo die Rede geht, da sind quasi direkt gewählt, den Kommissionspräsident die Rede gehalten hat, Georges Spach, dass um eine politische Kommission, hat denn du einen Unterschied gemerkt an der Rede zu denen von seinem Vorgänger, war doch mehr ein politisch Rede? Also das ist schon ein Unterschied gewesen, ein großer Unterschied an der Rede. Ich meine, mehr Woche an dem ganzen Jahr, was die Kommission in Lohanna sich hat, merkt man, dass es effektiv, ja, es gibt nicht so eine Kommission Barroso, und ich meine, Viviane weiß das am besten, dass ein Programm abgestellt ging, und dann ist das Programm Schritt für Schritt auch aufgehängt ging. Der Kommissionspräsident Juncker meldet sich mit seiner ganzen Equipe regelmäßig zu aktuellen politischen Sujets. Und das ist natürlich, wie gesagt, eine politische Bereicherung, wenn so ein Mann in so einer Position auch ein politisch aussuchen möchte. Und nicht nur ein Programm aufhängt, das festlegt. Wir haben zum Beispiel auch gestern, hatten sich klar und deutlich zum Euro bekannt, hat sich klar und deutlich gesagt, mit ihm gibt es kein Grexit, gegen etwas, was ein paar Ökonomisten so, dass es unweigerlich dazu kam. Das heißt, da möchte ich dazwischen, am Lauf von dem Jahr, möchte ich auch aussuchen, die politisch zu bewerten, sind dann auch seine Ängste in Mathe. Und das fand ich ganz positiv. Frank Engel, neben der Flüchtlingsproblematik hat der Kommissionspräsident auch Klimaschutz, Griechenland, das Sozial der Europa, Steuerpolitik angeschwert. Sind das die grossen Chantier von der Union? Da brauchen wir auch hier mehr Europa, mehr Union an all diesen Sujets? Ja, selbstverständlich. Wir brauchen mehr Europa, mehr Union an all den Domänen, wo Europa erwähnt wird. Respektive, wo Europa muss erwähnt gehen, weil Staaten entretemps Zeit genug hatten, um zu weisen, dass sie lange nicht eins gehen. Die Migrationsthematik, die wir hier haben, schwarzen Umgehen von Krise, weil ein Krise ist etwas, was mit Gefahren zu tun hat. Ich sehe, wenn dem, was auf uns dazu kommt,
was man muss gerieren, nicht a priori gefährden. Ich sehe aber eine dramatische Handlungsnotwendigkeit, weil Hunderttausende von Leuten, alle mit Millionen, das wissen wir alles noch nicht genau, eben nicht sonst in Zwisch wollen hin, mehr an Europa wollen hin, was sie bei sich daheim auch perspektiv verlieren. Das hat ja bis dann mal zu tun, dass da draußen, außerhalb von der Europäischen Union, die Leute die Impression, dass Europa etwas, etwas Schönes ist, etwas, wo ich gut versorgt ist, etwas, wo ich gut abgeholt ist, darum haben wir ja Jahrhunderte gebastelt. Und wir haben auch, ich stehe da gerade auf dieser Platz, weil sonst fallen wir wahrscheinlich, kann ich mich für das anzufügen. Wir haben ja auch eine Geschichte, die gerade an dem Dort-Thema als eigentlich müsste zu unheilen, für uns die Herausforderung dort zu stellen. Von diesem Kontinent sind, und ob diesem Kontinent sind, bis für in ganz kurzer Zeit auch Leute fortgelaufen. An all unsere Familien fanden wir Leute, die am Krieg so sonst waren, an der Okkupation, an die dort abgeholt wurden, an die irgendwie nicht konnte rumkommen, wie im Frieden geherrscht hat. Wir fanden auch viele Familien Leute, die ausgewandert sind. Weil auch zu Lützburg für 100 Jahre am Mai, da lange nicht alle Menschen genug zu essen hat. Die haben alle guten irgendwo abgeholt. Wir hatten eine Tradition von Emigration, dann auch eine Tradition von Emigration. Für das Ende wären wir dankbar, das ändert, also es dem wir uns stellen an Dankbarkeit von den Leuten, Dingen, die bei uns Schutz und Perspektive sich in zu viele Plätze rund um Europa gibt. Kein Schutz und keine Perspektive. Wir bleiben dann noch kurz bei der Flüchtlingskrise, wenn wir bei uns froh kommen, die dir als Rage geschickt hat. Das Serge Irpelding hat uns über Facebook gefragt, wie will die EU sich anlehnen, für das Problem am Flüchtlingsstrom zu lösen? Die EU kann Hunderte von Milliarden Euro abbringen, für Land oder Banken zu retten, während nicht in der Zeit für eine Art Marshallplan auf den zu stellen, für das Länder, aus denen die Flüchtlinge flüchten, zu befriedigen, an ihnen zu helfen, aus dem Elend rauszufahren, sodass es lebenswert an diesen Ländern ist. Ja, wie wir am Reding kurz gesagt haben, muss nicht auf der Platz etwas geschehen, für dass die Leute nicht mehr fortlaufen müssen, dass sie auch dort können bleiben, was sie das wollen. Dass sie im Lebenswert da ist. Das ist ja kein, der aus Fried fortlebt. Nee. Die meisten Leute, die ja fortlaufen, die laufen fort, weil Krieg durch einen Mut bei ihnen ist, weil sie nicht mehr können überleben. Wenn die die Schuhe hätten, geben sie da viel lieber bei sich daheim bleiben. Dafür muss man auch die Unterscheidung machen zwischen denen, die für den Krieg fortlaufen, und denen, die ganz einfach nicht mehr besser leben haben. Und da kommen wir schon auf das Programm, das abgesagt ging, als von der Kommission. Nämlich für klar und deutlich, die Länder, die rundherum sind, und die wollen an Europa herankommen, für die zu klassieren als sicher Länder, dass die dort Leute nicht fortgehen, nicht mehr, weil sie gerne ein bisschen mehr zulernen, ein bisschen mehr Reichtum hätten. Das scheint mir schon wichtig zu sein. Das Zweite ist natürlich, das wird als ein Nullausterer Fried. Wie machen wir es, für das an den Ländern, wo die Leute haut für den Krieg, auch für den Mut fortlaufen, für das da nicht eine Möglichkeit gibt, für richtig zu leben, auch Europa hat Jean-Claude Juncker an seiner Rede ganz klar geantwortet. Wir müssen gucken, dass wir mit unserer Außenpolitik, mit unserer Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass da nicht Ordnung kommt. Dass das nicht von Haut auf Morgen geht, das muss man sich aber bewusst sein. Guckt mal. Ganz egal, wie wird da Geld nicht durchgeführt. Von daher aus Marshallplan-Bild vielleicht scheint. Der Marshallplan wirkt auf Friedenszeiten, der wirkt nicht, während der Krieg. Wir haben als Europa schon 100 Mal mehr investiert, bis wie am Marshallplan investiert. Ja. Das soll ich auch mal ein bisschen klar sagen. Mit Außenpolitik und Sicherheitspolitik, das ist eine schwierige Politik. Beispiel zum Beispiel, am Süden von der Türkei. Die Bevölkerungen ganz stark gegen den sogenannten islamischen Staat gekämpft. Aus parteipolitischen, wahlpolitischen Ursachen kämpft Türkei gegen seine eigene Bevölkerung. Das heißt, die haben die Kraft nicht mehr an dem Platz von der Welt, für gegen den islamischen Staat zu kämpfen. Die müssen nur gegen die eigene Regierung kämpfen. Und damit lassen sich mit Migranten durch, und damit kriegen wir da mehr. Klar, da kriegen wir da mehr. Und dafür
ich wollte auf das zurückkommen, was Frank Engel für Droge gesagt hat. Sie geht da durch nach durch mit den Schiffern, die Loh genannt gehen. Wenn es so viel geht, man so dummeten, wie Loh an der Türkei geschieht, aber wenn er auf anderen Plätzen geschehen, da werden wir nach mehr Migranten Absolut. Kriegen. Das heißt, Jean-Claude Juncker, das sollte man auch zu Lützburg diskutieren. Den hat ja ein gemeinsam Politik vorgestellt, nicht nur für die akuten Flüchtlinge, sondern auch für die, die keine Flüchtlinge sollen gehen, und für das Wirken Mam Assad an Madame Putin zusammen auf dem Territoire, für dafür zu sorgen, dass die Mörder dort Handwerk gelöst kriegen. Ja. Ganz viel hast du in den letzten Wochen über Ungarn an den Umgang mit Flüchtlingen gegangen, besonders über den ungarischen Premier. Und da kommt ein ganz kritischer Klarspruch von Jos Neves. Wenn ich halt die EVP und damit auch die CSV endlich ob mit dem Orbán zusammenzuschaffen, schon die Rechwindstens für die Mann aus der Partei. Frank Engel, schon die Rechwindstens. Also, wenn ihn die drei Heifred, ob mir als Schummen, Da können wir wahrscheinlich zu drei Antworten. Mir selber nicht, weil wir gehören zu den kritischsten Stimmen, die es vis-à-vis vom Orbán an der EVP gibt. Aber das Problem ist tatsächlich da und bleibt da, dass der Mann Member von der Partei ist, an der wir auch Member sind, mit ihm sein Verein. An eine Politik möchte, sind da Jahre mittlerweile, die eigentlich an alle Feierwert irgendwo lodert, ehrlich gehst. Ich hatte ja als Kommissärin ein paar Mal den Orbán sogar für ein Gericht gebracht. Das hat aber alles gut nicht gedingt, weil der Mann verliert dann einen Fall und er möchte genau das Adjustment, was der Teil von ihm verlangt. Aber sogar wenn er nicht für ein Gericht gibt, wenn wir heute eine Reihe von Phänomenen zu liegen haben, wo kein Umpark gefunden wird, für einen umzuklommen, wo aber politisch ganz eindeutig eine falsche Ausrichtung gibt, dann geht es so weit, wie er losgeht. Dann noch einen halben Meter zurück, dann dauert das zwei Monate und da kann ich sicher sein, dass der nächste rumkommt. An der Flüchtlingsaffäre, dorthin, wie ihr seht, die Grenze von der Schengen-Zone schützt, das ist technisch noch nicht mal im Vier zu werfen. Mhm. Da weiß ich nicht, möchte, über die können den ob verständlich oder unverständlich Manier schwätzen. Wenn das nicht möchte, also ist nicht problematisch. Aber das könnte ja recht nur dem in einer sogenannten Volkskonsultation gemacht wird, an der insinuiert wird, alle Migranten für einen potenziellen Terrorist, wo Plakate quer durch sein Land abgehängt wird, wo draufsteht, ob ungarisch übrigens, für das auch alle Menschen versteht, weil ja alle Syrer, die können vielleicht nicht ungarisch lesen. Ne? Wenn es dann Ungarn könnte, darfst du keinen Ungarn Derbysplatz wegschölen. Die hängen also ja nicht ab, wenn die Flüchtlinge, die hängen ab für seine regionale Population, 40 gaukeln, hier wird der Retter vom Abendland, was dann permanent für sich zu machen. Ich muss ehrlich sagen, mir geht der Mann unsäglich auf den Wecker. Er hat ein Notstandsgesetz eine Stimme gelöst, die alle Römenkeier auch menschenrechtspolitisch sehr bedenklich sind. Aber wenn das sich nicht geht, so nicht hier anhauen, dann möchte CSV für den nächsten EVP-Kongress den Antrag für Fidesz als der Europäischen Volkspartei auszuschließen. Den Beschluss haben wir schon lange geholt. Dass, wenn es irgendwie unerträglich geht, mit den Antrag stellen. Ich schließe nicht mehr aus, dass das logisch ist. Weil irgendwann nicht okay, man muss sich das Problem ist just, wir sind dann da allein. An der Europäischen Volkspartei ziemlich allein. Wir sind allein, ja. Weil viele andere, da gibt es den schönen deutschen Ausdruck vom Fremdschämen. Ne? Weil viele andere sich vielleicht matt, aktiv, auf Fremden schummen und schummen lassen, mir einfach nicht den Courage bringen, für irgendwann nicht zu so wissen, du gehörst nicht mehr zu uns. Ja. Mit der Dua-Politik hörst du dich aus unserem Kreis verabschiedet. Ja. Irgendwann denke ich, muss ich in die Zone, aber mir, da muss man, nur je, da muss man machen. Klar, wir da an einem letzten Froh für das Kehr, die kommt von Guy Kranz, und die betrifft ein anderes aktuelles Thema, nämlich statt von der Landwirtschaft, wo ich auch zuletzt bei Bauern auf die Straße gegangen sind. Die Guy schreibt, Bauern gehen überall auf die Straße, weil ihr Erbisch nicht mehr respektiert und nicht mehr adäquat bezahlt wird. Ich bin selber zwar nicht Bauer, verstehe hier Bedenken und Ängsten, aber kann Politik, kann Europa da überhaupt etwas machen? Es kann in den Konsumateur ja nicht forcieren, regional, national Produkte zu kaufen und dann mit Steuer zu bezahlen, wenn doch die Billig, Müllig aus dem Discounter geht. Wo sind die möglichen Lösungen auf europäischem Plan? Gibt es eine Lösung, Georges Bach? Das gibt eine Lösung, gibt für alle Probleme eine Lösung. Ich meine, noch heute sind Lösungen envisagiert. Es sind zum Teil auch die letzte Woche an Kraft gesagt.
Die Kommission hat den Pack proposiert, vorgeschlagen von einer Partie Mesuren. Da sind wir direkt von den 100 Millionen direkt dran. Das ist ja schon mal für die Zeit ein wichtiger Input. Dann ist es so, dass die Hilfen, die vorgesehen sind, für Ende des Jahres, dass die vorgezogen sind, ob den Oktober, ob den nächsten Monat. Auch das ja, mal, kann ich in einer Direkthilfe klassieren. Dann soll mehr für Promotion gemacht werden, natürlich für unsere Produkte, weil da leidet ja das Problem. Ja. Natürlich, wir produzieren eigentlich auch, ne? An die Märkte, wo wir das geliefert haben, wie zum Beispiel China, wie zum Beispiel Indien, für die Milch, Pudermilch, aber auch für Russland, den Embargo, auf Schweinefleisch. Natürlich, das sind Märkte, die angebracht sind und dadurch schon mal Umweltquoten weggefallen sind, haben wir ja am Anfang eine Überproduktion. Und das muss natürlich auch mal Promotion gemacht werden auf andere Märkte, mit, denke ich, Mexiko und so weiter, wo eifrig auch so breit gestaltet für Promotion. Dann aber auch für die Märkte ein bisschen zu regulieren, gehen ein ganz paar die Mesuren envisagiert für den Stockage zu machen. Das heißt, da sind auch Produkte, die nicht direkt verdirflich sind, das heißt, die kann ich stockieren. Da geht auch darum, für dass die privat können stockiert gehen für den Markt, für den Markt anfangen, die Produkte zu entziehen für eine kurze Zeit, bis sie sich akkreditiert wird, bis dann in ihrem, das heißt, die Überproduktion dafür ein bisschen zu regulieren. Das sind dann natürlich auch Investitionen, der Plan, Jean-Claude Juncker-Plan, unter dem Titel Verstimmung, was man mengen, die großen Investitionsplan in Europa soll auch für Bauern mehr leicht zugänglich gemacht werden. Alles das sind Mesuren, die den 7. September wo mal durchgehen, also wo mal verschiedene Entschädigungen geholt sind. Das geht noch weiter die nächsten Wochen. Sie nach der Sommer, nach Landwirtschaftssommer, wo dann wirklich konkret Hilfen auf den Tisch kommen. Das Ganze muss ich als ein Pack sehen. Und ich meine, auch von das möglicherweise lo. Und dieser Phase hilft, da muss ich aber gucken, die gehen auch ein paar die strukturellen Probleme. Ich schätze mir auch für konjunkturelle Probleme, auch strukturelle Probleme muss ich dann umgehen. Mit das ist etwas, was mittelfristig oder langfristig muss an Tage fest. Merci dem Kompetenzteam von der CSV für diese Erklärungen, für das gehört. Merci dem Frank Engel, dem Georges Bach und dem Vivian Reding. Und ihr könnt euch dann mehr frohen Raschecke ganz gerne über Facebook oder auf europa.csv.lu. Für das gehört so mal Eddie und vielmals merci für Ihren Interesse.